Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Transportwehr 2 Kampagne. Wir sind weiter in Deutschland und natürlich müssen wir den armen Menschen jetzt einen Fluglinie einrichten. Wie kommen wir auf die Idee, dass Manager der Deutsch, von der Bahn einfach in Züge mitfahren sollen? Warum? Wir können doch fliegen. Soll doch der Pöbel mit dem Zug fahren. Ach, herrlich. Komm hier, Frankfurter Flughafen. Hier vorne, ich mache jetzt hier keine großen. Haben wir jetzt, das ist ein Passagier, war es genau. Ich mache jetzt hier keine fetten Flughäfen hin. Aber ich, wie letzte Folge, müsste ja Ende letzte Folge nochmal kam. Da kam schon so. Ja, wir haben den Menschen schon richtig viel Geld bezahlt. Das ist einfach, das hilft einfach, die über zu bezahlen. So, ich nehme jetzt hier kleine Flieger, das habt ihr davon. Ihr kriegt jetzt hier für mich keine Luxusflieger. So, bitte sehr. Sehr gut. Noch mehr Managergehälter. 1 Million und weg. Noch ist dein Engagement nicht in Zahlen messbar. Doch bereits jetzt finden die getroffenen Maßnahmen bei deinen Kolleginnen und Kollegen im Management großen Anklang. Ja, Management kann ich mir das gut vorstellen. Und die sind ja darauf ankommen. Nicht die Leute, die in den an der Basis, sage ich mal, oder die Leute, die da wirklich in den Zügen arbeiten, Zugleiter und so. Nee. Wichtig sind die Manager. Wie gesagt, habe ich letzte Folge schon gesagt, es braucht auch Leute immer, die an der Spitze des Unternehmens alles lenken. Und die dürfen auch gerne etwas mehr bezahlen, wenn sie eine Verantwortung haben, bezahlt werden. Aber alles bitte ein bisschen noch mit Augenmaß. Und das zeigt es gerade wunderschön hier. Einfach den Millionen hinterher kloppen, das bringt ja nichts, macht ja nichts besser. Vor allem, indem man bei den einfachen Stationen spart und den Menschen Millionen hinterher kloppt. Ich mag die Mission wirklich dafür, dass sie, also es ist so obvious, was hier passiert. Das ist wirklich, ja. Schön. So, wir wollten ein bisschen Geld machen. Perfekt. Dann müssen wir jetzt noch Geld verdienen mit den unseren nur ICE-Linien gerade. Aber wir brauchen mal Nahverkehr. Wie gesagt, die Leute wollen nur von Frankfurt bis Stuttgart und nach Nürnberg. Die wollen nicht in die Zwischenorte. Was sollen die da? Und wenn, dann sollen sie ein Auto nehmen. Und sieh mal an, die ICEs kann man kein Geld mehr. Das ist eigentlich schon wirklich, wirklich bitter, so bittersüß wie das, die Vision. Komisch, die ICEs machen kein Geld mehr, weil die Leute nur noch in die Städten, von den Städten ausfahren können und gar nicht mehr von den kleinen Dörfern fahren können? Könnte es sein, dass die Leute früher umgestiegen sind? Nein. Wie komme ich auf sowas? Könnte es sein, dass Leute umsteigen und dann, dass die nur als gar nicht wollen mit dem Auto zum, gar nicht mit dem Auto zum Bahnhof fahren wollen? Gibt doch nichts Schöneres. Weil der ist wie gesagt voll, die dürften hier ein bisschen Geld machen auf jeden Fall. So. Versuch mal ein bisschen was schon zurückzuzahlen an den Schulden. Gucken wir, ob die anderen auch Geld verdienen. Also eigentlich sollten jetzt die ICE, mal gucken, ob die ICE-Linie gar kein Geld verdienen jetzt. Aber bisher noch nicht. Ach guck mal, da fährt noch eine Regional-Express. Mit 5,99. Was hat die denn für Takt? 7 Minuten. Mit 2, ach, der RE fährt noch. Der von Mannheim-Nürnberg. Das passt sehr gut. Der passt ja auch super in die Bahnhöfe. Alles gut.
Könnten eigentlich wirklich gleich gucken, ob wir die Regionalbahn nicht auch einfach wieder einrichten können. Die hält dann auch wieder in Ansbach und so. Dann wird Ansbach halt ist jetzt vom Fernverkehr natürlich abgehängt. Wir könnten mal, komm, wir bauen mal ein paar Straßen. Ne, wir haben kein Geld. Ich wollte gerade sagen, bauen wir ein paar Straßen. Können wir damit gar nicht. Brauchen wieder ein bisschen Knete auf dem Konto. Wann haben wir denn wieder unsere nächste Million? 97 Millionen kriegen wir noch. Wir haben gleich schon die 50 Umsatzziel geschafft. Ist denn die Mission schon zu Ende? Das wäre wirklich dann die kürzeste Folge, glaube ich. Da würde ich sogar überlegen, ob ich sie an die andere Folge noch anschneide oder so. Mal gucken, ob die Mission dann schon zu Ende ist. Oder ob wir noch was zu tun haben. Weil wir spielen, glaube ich, 2009. Das heißt, vermutlich haben wir dann noch Missionen. Wahrscheinlich müssen wir wieder aufbauen dann. Unternehmerisches Denken lohnt sich. Die neuesten Quartalszahlen sind vielversprechend. Doch schon wartet eine neue Herausforderung. Ein effizienterer Betrieb der regionalen Bahnstrecken bei gleichzeitiger Steigerung der Attraktivität im ländlichen Raum. Die Zuständigkeit für den Personennahverkehr liegt neuerdings bei den Bundesländern. Sie vergeben Aufträge für die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen auf ihrem Gebiet. Wer das günstigste Angebot abgibt, erhält den Zuschlag. Okay. Die Abwicklung der Nahverkehrgrundversorgung sollte nicht der Konkurrenz überlassen werden. Sichere deinem Unternehmen den Zuschlag im Bundesland deiner Wahl. Wollen wir in Bayern oder Baden-Württemberg? Wollen wir den besser ausgebaut? Also das ist, einmal schauen. Das ist Baden-Württemberg. Das ist Baden-Württemberg. Das ist Baden-Württemberg. Das ist Baden-Württemberg. Das ist hier oben Bayern. Wir haben eigentlich in Baden-Württemberg die bessere Linienverteilung, oder? Wo Nürnberg ist auch ganz gut angeschlossen, ja, an die ganzen Linien. Ich überlege gerade, was ich mache. Wir gehen mal in Baden-Württemberg. Wie erwartet hast du die Ausschreibung gewonnen und den Zuschlag erhalten. Erbringe während der Vertragslaufzeit alle bestellten Leistungen unter Einhaltung der entsprechenden Zielvorgaben. Keinen Bahnhof in Bayern mit Regionalzügen anfahren. Okay. Regionalzüge gleichzeitig im Einsatz. Dann dürfen wir, dann wird die jetzt, der Zug jetzt in Ulm enden. RE2. Linie verhalten. Nürnberg raus. Der Bahnhof in Stuttgart hat seine Kapazitätsgrenzen schon längst erreicht. Nach jahrelanger Prüfung sämtlicher Optionen ist nun ein Bauprojekt verabschiedet worden. Der geplante Durchgangsbahnhof wird das neue Herz Europas. Modern, innovativ, leistungsstark. Und unterirdisch. Ey, dass die Stuttgarter 21 reingebracht haben. Ey, Leute, die Mission, ich finde die super. Die Realisierung dieses wegweisenden Jahrhundertprojektes erfordert 1-2 Kompromisse. Hinsichtlich einiger nicht betriebsnotwendiger Gebäude, gewisser Zonen des nahegelegenen Wasserschutzgebiets und einer Handvoll alter Bäume im Schlossgarten. Ach, wo weg damit? Demonstranten mit. Da hilft das Wasser, das Wasserschutzgebiet. Da kann man gut Wasser rausnehmen. Da können wir Demonstranten auch immer so schön wegpusten, falls sie mal unbequem werden. Das könnte zwar ein bisschen ins Auge gehen, aber passiert halt. So, ich wollte jetzt hier die Regionalzüge rausnehmen in Bayern. Ulm, Grübingen. Ulm nehmen wir noch raus. Jo. Also der fährt jetzt Ulm, Grübingen. Dinsheim, Mannheim, das passt. Dann lassen wir noch einen fahren. Die RB wird jetzt auch verändert. Und die fährt jetzt. Also die ist ja eh schon weg. Die nach Bayern fährt, die kommt auch nicht mehr wieder erstmal in Hessen da oben. Wir fahren jetzt nach Stuttgart. Ne, Quatsch, was ist das? RB Stuttgart, genau. Da kommt Nürnberg auch raus. Die fährt jetzt nämlich nur noch bis. Da fährt auch nicht mehr bis Ansbach. Ansbach kommt auch raus. Boah, kommt raus. Ansbach. Ach. Ja, genau, jetzt fährt die bis. Fährt die genau hier hin. Das ist perfekt, so wie es gedacht. Reitzheim, Heilbronn, Mühlenzheim.
Perfekt. Dann passt das. Fertig ist noch bis Stuttgart. Stuttgart, glaube ich. Fertig Stuttgart. Perfekt. Sehr gut. Bau einen neuen Bahnhof in Stuttgart. Stuttgart zum Durchgangsbahnhof umbauen. Tunnel im roten Bereich. Bäume im grünen Bereich entfernen. Häuser im gelben Bereich abreißen. Gleise im blauen Wassergeschoss verlegen. Wir sollen da jetzt Gleise durchverlegen oder was? Müssen wir mal gucken, was wir da machen sollen. Alle Leistungen erbringen in Baden-Württemberg mit Regionalzügen. Alle Bahnhöfe in Baden-Württemberg mit Regionalzügen anfahren. Wir brauchen jetzt Kohle gleich wieder. Für die Regionalzüge. Weil wir müssen alle Bahnhöfe anfahren jetzt mit den Regionalzügen. Da müssen wir es vielleicht anders machen, dass wir die aufteilen. Dass wir die Züge, die noch fahren, aufteilen. Fahren ja nicht mehr so viele. Dann RE, genau. Kommt einer jetzt auf die... Umleiten auf die... andere Strecke. RB Stuttgart-Nürnberg. Ne, Quatsch. RB Stuttgart-Nürnberg, ist das die? Ja, ne? RB Stuttgart-Nürnberg... Müsste doch sein. Da müsste ich mal ganz kurz ändern. Stuttgart, die verändert jetzt Kreuzheim, ne? Genau. So. Bin ich verschrieben? Wird das so geschrieben? Ja, gut. Perfekt. So, dann müssen wir aber gleich mal Stuttgart 21 bauen. Komm. Weg da, weg mit dem Dreck. Ist doch super. Könnt ihr auch noch 8 Gleise bauen oder den Bahnhof schräg? Könnt ihr euch mal die Anstaltfolge zu angucken? Da. Zum Thema Stuttgart 21. Gut, weiter geht's. Was wollte ich jetzt machen? Genau, Bahnhof zum Stuttgart. Durchgangsbahnhof umbauen, das machen wir geil, Stuttgart umbauen. Alle Bahnhöfe in Baden-Württemberg mit Regionalzügen anfahren. Müssten wir eigentlich alle anfahren, ne? Ja. Heilbronn ist angefahren, Kreuzberg ist angefahren. Kein Bahnhof, wir haben doch gar keinen angefahren. Fülle ein Jahr lang sämtliche Bedingungen. Wo gucken wir mal, ob jetzt alle Züge oder bei irgendeiner steht von den Zügen. So, der fährt jetzt. Und die RB, die fährt auch. Wo ist er denn? Der kommt jetzt hier, genau. Er fährt schon auf der richtigen Linie, ne? Das müssen wir mal ganz kurz hier bearbeiten. Und verwalten. So, sehr gut. Dann fährt er schon auf der richtigen Linie. Er fährt doch gar keine Bayern mehr an, oder? Habe ich jetzt irgendeinen Bahnhof vergessen, der in Bayern noch liegt? Kreuzheim liegt in Bayern. Ja gut, dann müssen wir natürlich wegnehmen. Ich sehe, dann müssen wir das ändern. Da wird jetzt nur noch Ansbach rausnehmen, Kreuzheim rausnehmen und der wird jetzt nur noch bis Heilbronn rausnehmen. Na ah, gut, da pendelt er jetzt nur noch da, das ist super. Dann muss ich die aber ändern. Fahrzeug verwalten. Heilbronn. So. Dann wollen wir mal Play drücken und haben jetzt den Verkehr in Baden-Württemberg eingerichtet. So, und jetzt sollte aber wirklich keiner mehr angefahren werden von Bayern, oder? Er sagt immer noch, angeblich fährt noch Regionalzüge nach Bayern. Das ist...
Also wir sollten eigentlich keine mehr fahren. Dann auf dem fahren die gleich. Genau, der fährt. Und die ICEs fahren. Genau, ICEs sind aber keine langsamen Züge. Kein Bahnhof in Bayern anfahren, sagt er mir immer noch. Mündesheim, Heilbronn, das passt. Mündesheim, Stuttgart, die Linie ist richtig. Der EE ist egal. Der fährt jetzt von Ulm, Baden-Württemberg, nach Grubingen, Baden-Württemberg, Heilbronn, Baden-Württemberg, Sinsheim. Ja, wir dürfen ja keinen in Bayern, ist ja egal. Wenn wir jetzt bis nach Mannheim fahren, ist es der Stadt egal, ob wir jetzt hier durch Sinsheim fahren oder nicht. Dann liegt Sinsheim in Baden-Württemberg. Passt alles eigentlich. Es wird in Bayern keiner mehr angefahren. Verstehe ich gerade nicht. Oder soll ich vielleicht, ach, muss ich vielleicht die, da oben die Linie rausnehmen? Das kann sein, dass ich jetzt hier die andere Linie auch noch löschen muss. Dann nehmen wir die erstmal weg. Dann fahren die zwischen noch hier, hier. Ja, 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 das passt alles. Ich gucke jetzt wirklich nochmal durch. Mündesheim, Heilbronn, Mündesheim. Kann mir das jemand erklären, warum hier die nicht funktioniert? Und liegt es auch irgendwie, dass wir irgendwo eine Linie haben? Nürnberg, Ingolstadt. Ach, die fährt ja nach hinten. Ja, ich habe sie vergessen. Diese eine Linie hier. Ja, genau. Und tschüss, Schienenbusse. Schade, war schön mit dir. Weg mit der Linie. Und jetzt sollte auch keiner mehr hier. Frankfurt, das ist der. Gut, das ist Frankfurter Nahverkehr. Nürnberger Nahverkehr ist erstmal Latte. Linie 4 kann auch nochmal weg. Da fährt ja kein. Das sind ja Busse. Regionalzug. Also Busse können wir ja schicken, das ist ja egal. Oder wollen wir die auch noch verkaufen? Fahren doch gar keine Busse, ne? Haben wir die Busse vergessen? Angeblich fahren immer noch Regionalzüge in Bayern. Das kann nicht sein. Das muss ein Fehler sein. So. Maximal 160 fahren können, ja, passt. Die fahren jetzt nur noch auf den beiden Linien. Das ist. Die kann auch weg. Jetzt hat's, genau, jetzt hat er's begriffen. Sehr schön. Dann funktioniert das jetzt auch. 1000 von 6 von 2500, das sollte klappen. Jetzt müssen wir Stuttgart umbauen. Nächstes, wenn wir Geld haben. Wir haben keine Kohle. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach warten, bis wir wieder ein bisschen Geld haben. Bei Stuttgart 21 will ich bauen. Muss einfach sein. Wie sieht das auch aus mit dem Kopfbahnhof? So. Können wir noch ein bisschen ICE-Dachmitfahrt machen? Das ist jetzt Train Fever Gedächtnismitfahrt. So auf dem Dach. Müssten wir nicht sogar Geld verdienen? 17 Millionen, sagt er minus. Ich muss ja ganz gut schauen, wie die Fahrzeuge sind. Zustand, ob wir welche in mittelmäßig haben. Ja, die ganzen Trams in Frankfurt. Würde ich gerne mal ersetzen, aber habe ich gerade nicht die Kohle für. Verstehe nicht ganz, warum die Eisenbahn immer noch keinen Profit macht. Die sollte doch langsam wieder Geld machen. Lass mal schauen. Notfalls müssen sie halt wieder. Jetzt gehen wir ja voll auf Geld. Ich will jetzt hier Geld machen. Wir haben die schon so eingespart. Die ICEs verdienen alle im Moment noch kein Geld. Am meisten Minus macht die Frankfurt-Nürnberg-Linie. Stuttgart-Nürnberg? Ach, die da oben durchfährt. Ja. Ja, die hat schon welche dabei, die macht auch Plus. Sehr seltsam. Wir dürfen in Bayern aber nichts mehr verbinden. Ich würde ja, wenn ich Straßen hätte, würde ich jetzt kurz die Straßen, die in Nürnberg verbinden. Dann können wir die Städte nämlich noch ein bisschen zum Wachsen bringen, wenn wir da eh keinen Nahverkehr machen dürfen. Passt das? 1477 von 2500. Ich hoffe, das schaffen wir mit dem Regionalverkehr. Was sagt der Takt im Regionalverkehr eigentlich?
6 und 7 Minuten. Ja. Nicht super, aber passt. Haben wir irgendwie eine Weiche, dass die, ja, genau, dann können die hier, das tun sie auch, ja, das tun sie auch, zweigleisig, dann werden dann eingleisig, perfekt. Haben wir Geld bekommen? Haben wir, sehr gut. Dann machen wir jetzt, bauen wir jetzt Stuttgart 21. So. Weg mit diesem Kopfbahnhof, wer braucht den schon? Zack. Und tschüss. Tunnel im roten Bereich. Wo ist der rote Bereich? Bauen erstmal den Gleise verlegen hier durch. So, sehr gut, genau. Zack. Das haben wir. Wir machen Durchgangsbahnhof raus. Wie teuer wird sowas? Ich hoffe, dass wir das hinkriegen jetzt finanziell. Um 55 Millionen sollte hier passen. Ja, der ist zu lang. 240, ne, sollte passen. Aber die ICEs passen in den 240 Meter langen Bahnhof. Ich könnte mal gucken, wie lang die sind, ganz kurz. 229, die passen in den 240 Meter langen Bahnhof, sehr gut. Wir nehmen nochmal, können wir nicht ein Stückchen noch hiervon wegnehmen, dass wir den Bahnhof hinstellen können? Bitte. Woran stellt er sich, dass er hier den Bahnhof hinstellen kann? Wahrscheinlich an den Häusern, keine Ahnung. Nehmen das mal weg und stellen ihn gleich einfach dahin. So, können wir den jetzt nicht hier bitte hinbauen können? Dann bauen wir jetzt hier so hin, genau. Bauen jetzt nochmal Straßen. So. Das ist unser Super Stuttgart 21. Unterirdisch kann ich ihn leider nicht legen. So, zack. Ein bisschen noch komische Einfahrgleise, aber passt. Machen wir das. Können wir nicht das da rausziehen, die andere Dienstleis? Das macht er nicht, ne? Komm. Ja, geht so, dann fahren die halt mit 40 hier rein. Aber das ist kein Riesenproblem, dass die finanziell dann über Probleme kriegen. Das haben wir gemacht. Häuser im gelben Bereich abreißen. Da, okay. Tschüss. Wenn er da wohnt, hat er Pech gehabt. So, zack. Noch mehr Häuser im gelben Bereich. Bist du noch im gelben Bereich? Du bist noch im gelben Bereich, ne? Ja, im Bereich, ich sehe ja keine Häuser mehr, ehrlich gesagt. Bist du noch im gelben Bereich? Ich nehme jetzt gerade alles weg, was so gelber Bereich andersweise sein könnte, aber hier ist nichts mehr an Häusern. Hä? Bäume im grünen Bereich. Ach, der ist grün! Aha! Ja. Habe ich schon mal gesagt, dass ich da manchmal Probleme habe mit Farben. So. Auch wenn es Rot-Grün-Schwäche heißt, manchmal bin ich auch zu blöd für andere Farben. Wir müssen hier die Häuser wegnehmen. Wir haben gerade wieder unten Häuser weggerissen. Passiert halt. Das ist der rote Bereich. Wir müssen, was ist der rote? Was müssen wir im roten machen? Hä? Tunnel. Ach, hier muss der Tunnel rein. Okay. Wo haben wir denn jetzt? Jetzt bin ich ganz durcheinander. Roter Bereich. Jetzt müssen wir der gelben Bereich. Wo ist denn der gelbe Bereich? Ach, hier vorne. Das wird teuer. Und tschüss. Häuser im gelben Bereich, Tunnel im roten Bereich. Okay. Es ist vollbracht. Der neue Bahnhof verbindet Menschen. Effizient, sicher
und zur ungeteilten Freude der gesamten Bevölkerung. Hat sich niemand beschwert, als dies geplant wurde. Habe ich nicht gehört. Habt ihr das mitgekriegt, dass damals Leute gegen den Bahnhofsbau waren? Ich nicht. So, dann haben wir Stuttgart 21 gebaut. Sehr schön. Jetzt warten wir noch darauf, dass unser Regionalverkehr wieder ein bisschen Geld reinbringt. Wir können ja nochmal hier einsteigen in unseren bisschen sehr verkleinerten Regionalverkehr. Aber ich mag, was sie alles reingebracht haben. Auch so mit den, wie sich das so verändert im Regionalverkehr. Dass man dann noch ein Bundesland dann betreibt. Und der fährt hier auf der falschen Seite, Kollege. Wusstest du, dass der irgendwo auf die Idee kommt, eingleisig zu fahren? Dann machen wir das hier mal ganz kurz richtig. Das ist ja die Strecke. Ja. Jetzt hat er's. Sehr gut. Jetzt sollten auch wieder Leute einsteigen, weil vorher sind da, glaube ich, keine Leute eingestiegen. Weil das Problem ist hier nur, die andere Linie hat das hart schafft, das glaube ich nicht, die vier Leute abzudecken, die wir transportieren sollen. Könnten auch überlegen, ob wir noch einen Zug für die eine Linie zumindest kaufen, weil die eine hat einen 7-Minuten-Takt. Das finde ich etwas hoch und ich glaube, dann werden da auch nicht so viele Leute einsteigen. Ne, mittlerweile ist aber 6, okay. Wir könnten mit Mannheim-Ulm eventuell noch einen Zug kaufen. Das ist ein bisschen lang, der Zug für den Bahnhof, aber egal. Da wer hier durchfährt, stört das hier keinen. Wir kaufen noch einen Zug. Wo haben wir ihn da? Kann der von hier aus da runterfahren? Nee. Fährt er hinten über Nürnberg? Ne, das geht. Genau, da kommt er rein. Dann lass uns mal Passagierzug kaufen. Ich hätte gerne den. Aber in Verkehrsrot. Also so in fast Verkehrsrot. Zumindest in Rot. Dann auf der RB-Strecke Heilbronn. Mannheim-Ulm. Ne, welche Strecke war es denn jetzt? Das müsste Mannheim-Ulm sein. Gucken wir ganz kurz den Takt hier an. 4 Minuten. Andere hat 6. Okay, passt. Sollte passen. 2019 Passagiere. ICE. Verdienen wir nicht sogar, müssen wir nicht sogar eigentlich fast Geld verdienen mit der Bahn? Irgendwie noch nicht so ganz. Aber fast. Wir kriegen ja ab und zu mal ein bisschen Geld dazu vom Start. Das passt. Lass uns nochmal ganz kurz hier die Strecke abfahren. Wir können es mal hier raufsetzen. So. Zack. Gucken, ob wir noch neue Züge kriegen. Das würde mich auch mal interessieren. Ob wir noch neue Züge bekommen. Und einen Bahnhof noch. Dann sind wir in Ulm. Ulm könnte auch sein, dass da einige Leute nochmal ein- und aussteigen. Weil es ja so eine mittlere Stadt ist. Es ist ja keine riesige Stadt. Ich müsste hier im Spiel. Er redet den auch nicht. So. Entschuldigung, liebe Ulmer, aber so große Stadt. Großstadt ist doch nicht. So. Dann wollen wir noch mal ganz kurz einsteigen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis wir die vielen Passagiere da transportiert haben. Sehr gut. Unter deiner umsichtigen Unternehmensführung kann ein wettbewerbsfähiges Agieren am Markt gewährleistet werden.
Und schon ist ein nächster Meilenstein in Sichtweite. Der Gang an die Börse. Dieser Schritt erfordert eine weitere Gewinnmaximierung zur Steigerung des Shareholder-Values, auf das die Anteile des Unternehmens als aussichtsreiche Anlage gehandelt werden. Okay, und mit das Blick auf die Firmenstruktur sind einige Anpassungen angezeigt. Ich muss einmal kurz damit die gesteckten Ziele hinsichtlich finanzieller Kennzahlen und Kapitalmarktfähigkeit erfüllt oder gar übertroffen werden können, sind Anpassungen bei Angebot und Infrastruktur im regionalen Sektor unerlässlich. So, und dann werde ich ganz kurz mal pausieren, bin gleich wieder da. So. So, das ging schnell, da bin ich wieder. Ich hatte Angst, dass ich nicht aufgenommen habe. Aber alles gut, Aufnahme ist da. Entferne die Bahnhof aus Mündelsheim, Sinnheim und... Sehr gut. Ja, weg damit. Die Regionalbahnhöfe, wo braucht man die? So, zack. Das war... Welches war das? Mündelsheim? Ja, ne? Mündelsheim war's. Sinnheim muss weg. Dann noch. Ja, hier können wir eine Ausweichstrecke für den Zug bauen. Wenn der überhaupt noch fahren soll. Ach, wir stellen die Regionalverkehr jetzt kommen, Athlet ein. Scheiß drauf. Oder wir lassen den nicht mehr bis Mannheim fahren. Wo ist er? Genau, Mannheim raus. Sinsheim raus. Sinsheim raus. Die fahren jetzt alle nur noch halb bis Heilbronn. So. Grubing muss auch weg, ne? Ja. Wir haben kein. Aber wir haben überhaupt kein Geld im Moment. Wir haben nur minus 40 Millionen. Wir nehmen die trotzdem mal weg. Mal gucken, was passiert. Weil dann haben wir das Problem, können wir keine Regionalzüge mehr schicken. Oder wofür brauchen wir Regionalverkehr? Weg damit! Wachsende Erträge lassen sich vorwiegend in den Sparten Schienenfernverkehr und Logistik erwirtschaften. Aus unternehmerischer Sicht ist es angezeigt, in diesen Bereichen Schwerpunkte zu setzen. Ja, deswegen jetzt Nahverkehr und tschüss. Verkehr auf der Straße, genau. Deswegen, wir schicken jetzt einfach nur noch LKWs als Bahn. So wie in Realität auch. Also es gibt schon, ja, es gibt ja auch noch eine Gütersparte, die auch noch, die ist aber, die fahren aber glaube ich nur Verluste ein. Ich glaube, es ist noch so, oder? Hat sich da was verändert? Ich glaube nicht. Das ist zumindest mein letzter Stand, den ich weiß. Aber es gibt ja auch DB Schenker, wo dann halt auch wirklich viel auf der Straße gemacht wird. Nahverkehr. Da das Geschäft im Regionalverkehr Fahrt aufnimmt, wäre es äußerst unklug, in anderen Bundesländern der Konkurrenz den Vortritt zu lassen. Zumal ein Freund aus dem Verkehrsministerium versichert, dass dein Unternehmen den Zuschlag garantiert erhalten wird. Okay. Du hast den Zuschlag erhalten. Erbringe die geforderten Nahverkehrsdienstleistungen in beiden Bundesländern und halte die entsprechenden Auflagen ein. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen nur den Bahnhof einfahren, ne? Glaube ich. Bediene zusätzliche Bahnhöfe in Bayern mit dem Regionalzug. Ja, ich versuche jetzt einfach nur mal in Bayern die Regionalzüge zu schicken. Mal gucken, ob das funktioniert. Kaufen wir mal den hier. Können wir nicht, weil wir kein... Doch, wir haben Geld. 8 Millionen haben wir jetzt, weil wir die ganzen Sachen verkauft haben. Ich würde ja jetzt gerne überlegen, ob wir noch irgendwie was verkaufen können. Mannheim noch im Verkehr? Ja, Mannheim könnte, ist ja noch an den Verkehr angeschlossen. Wir könnten... Nürnberg hat man jetzt ja Busse. Das gibt schon Sinn. Wir noch irgendwas verkaufen? Haben wir nicht noch ein bisschen, was wir einnehmen können? Ja, wir können noch ein bisschen leihen. Wir müssen noch ein bisschen Geld leihen. Als Idee. Dann haben wir 16 Millionen und dann wollen wir mal einen Zug einfach schicken, so einen kleinen Regionalzug. Den kaufen. Und eine neue Linie. Und zwar möchte ich ganz gerne da drei Städte in Bayern sollen wir anbinden, ne? Ist das hier Bayern? Ja, ne? Genau. Ist auch noch Bayern, ne? Ja, genau.
Zack. 2, 3. Was ist das Problem? Viktualstelle kann nicht gefunden werden. Warum nicht? Ich dachte, du kannst doch nach Nürnberg fahren, oder? Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Wir werden sehen. Jetzt mal einmal den ICE durchfahren. Die ICEs haben wir schon, ja. Straße verdienen wir gerade noch mehr. Aber das wird einfach nur ein bisschen dauern. Bis wir das geschafft haben. Wir können jetzt ja auch noch mal in den Regionalzug hier angucken, der jetzt Richtung Nürnberg fahren will. Wir kennen ja die ganzen Strecken in der letzten Folge. Die letzte Folge war übrigens die große Mitfahrfolge, falls ihr das verpasst haben solltet. So. Dem Regionalzug. Steht ja nicht welcher Regionalzug. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke gerade. Dass wir das gar nicht nach Dings weiter müssen. Jedenfalls würde ich dann noch eine Stadt einfach in Dings anbinden. Ja, 1 von 3, perfekt. So funktioniert es, genau. Dann haben wir nämlich auch alle Nebenaufgaben abgeschlossen. Aber das ist schon viel, was wir da verdienen. 200 Millionen, das ist schon... Das ist jetzt wirklich gleich nur warten, oder? Jedenfalls würde ich das ein bisschen vorspulen oder so. Falls es jetzt passiert, falls wir nicht noch irgendwie einen Nebenauftrag kriegen. So, da saust der ICE auch. Die alte Intercity-Strecke entlang. Sehr gut. Auflagen erfüllt. Okay. Ja, sehr gut. Wir werden nämlich jetzt alle Züge, die nicht im Nahverkehr sind, im Fernverkehr sind, verkaufen. 12 Millionen. Wir könnten überlegen, ob wir mal die Straße, ne, die hatten wir mal 23 Millionen minus. Okay, na, passt. Wir müssen eh im 4-Jahres-Rhythmus dann wieder, im 2-Jahres-Rhythmus dann wieder, was wollte ich sagen? Oder im 4-Jahres-Rhythmus kriegen wir eh wieder Kohle. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Jetzt gibt's ein bisschen Speed. Wir können ja ein bisschen ICE einsteigen nochmal. Oder wie? Sehen uns dann gleich. Vielleicht gucken wir, wie ich schneide. Ob ich jetzt ein bisschen Speed zeige, ein bisschen die Karte zeige, noch viel, was passiert. Oder ob ich dann einfach jetzt gleich hinschneide, wo ich dann fertig bin mit... Das ist immer sehr cool mit Frankfurt, mit der Brücke hier, im Hintergrund. Was ich sagen wollte, ob wir dann fertig sind, ob ich dann die einfach so schneide, wenn wir fertig sind mit der Aufgabe. Weil ich jetzt hier die ganze Zeit rum zu warten, habe ich keine Lust drauf. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind immer noch lange nicht fertig mit der Mission. Aber, wie ich anders zu erwarten, hat Stuttgart 21 nicht funktioniert. Nein, der hat den Stuttgarter Hauptbahnhof irgendwie nicht erkannt. Und deswegen haben wir die ganze Zeit kein Geld verdient vom Stuttgarter Hauptbahnhof. Deswegen dauert das auch so lange. Normalerweise sollten wir jetzt wesentlich schneller Geld verdienen, dadurch, dass die Züge auch endlich wieder nach Stuttgart fahren und die Linien Richtung Stuttgart wieder funktionieren. Weil das hat halt die ganze Zeit nicht funktioniert und das ist halt ein bisschen blöde. Und jetzt stehen auch die ersten Leute hier wieder und warten auf den Zug Richtung Frankfurt. Das ist Stuttgart-Nürnberg. Ist das hier Stuttgart-Frankfurt?
Ah ja, das ist Stuttgart, Frankfurt. Ja, aber die ersten warten auf jeden Fall wieder. Jetzt sollten die Bahnhöfe sich auch langsam wieder füllen. Und dann sollten wir auch wieder mehr Geld verdienen durch die ganzen Züge. Weil ich dachte nämlich gerade, das kann nicht sein, dass das jetzt ewig dauert, bis wir die ganzen Züge hier in den Bahnhöfen haben. Oder bis das jetzt, das hätte ja, wenn wir jetzt vorhin im Rate wie vorhin weitergemacht hätten, noch wirklich Jahre gedauert gefühlt. Aber dadurch, dass jetzt Stuttgart wieder angefahren wird, sollte gleich wieder auch ganz viele Leute hier stehen. Jetzt sieht man schon wieder 60 warten wieder darauf. Und dann sollte es doch relativ schnell klappen, dann auch gerne mit Geld zu verdienen. Warum stehst du hier rum? Weil du nicht weißt, wo du es machen sollst, genau. Kein Weg elektrisch, das ist Bullshit. Sehr gut. Da müssen wir nochmal gucken, dass die Züge keinen Mist machen. Passiert nämlich gerade gesehen öfter mal. Da reden die auch zweimal. Da hier nämlich jetzt alle rumstehen. Ich habe mir das schon gedacht. Du hast aber einfach, du standst einfach nur, weil du nicht weiterkamst. Genau. Sehr gut. Dann hat er nämlich wieder 116 drin und dann sollten wir auch gleich ganz schnell die 200 Millionen im Fernverkehr verdient haben. Das sollte nicht so lange dauern. Sagen wir 54 Millionen. Ja, wir mal gucken, was der verdient, wenn der jetzt ankommt hier mit 116 Leuten. Der wird doch jetzt auch bestimmt so seine 5 Millionen verdienen oder so dadurch. Ich kann es nicht abschätzen, wie viel Geld er verdient. Und die meisten werden ja auch nicht hier in Dings aussteigen, in Mannheim. Ja, 1 Million hat er allein schon dadurch gekriegt und jetzt steigen die Leute wieder ein. Also wir werden jetzt, das wird mit 3 Linien relativ schnell hochgehen vermutlich. Jetzt fahren wir nochmal Richtung Stuttgart hin. Ich mag das, wenn wir hier über diese Brücke fahren, Richtung Frankfurt. Und es sieht halt wirklich aus wie die Commerzbank Tower hier oder so. Finde ich halt stark. Dann lass uns nochmal ganz kurz, dass du hier auch in den Bahnhof reinfährst. $65 Millionen. Ja, aber ich würde sagen, den Rest, wie gesagt, ich gehe nochmal kurz in den Zeitraffer. Wir sehen uns gleich wieder. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen der Deutschland-Mission. Die Deutsche Bahn ist an der Börse. Juhu. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder in Kanada. Tschüss.